seit dieser Saison JBL-Trainer bei Alba Berlin. Gibt es denn auch was, was du vermisst so aus deiner Profikarriere? Ja, ich vermisse natürlich, dass ich selber da eingreifen konnte oder eingreifen kann auf dem Feld, dass man sich misst mit anderen guten Spielern und diese Competition hat. Und auch das, was so in der Kabine war, und, war ja wie so ein bisschen wie so ein Wohnzimmer, wo man sich getroffen hat, wo man geflaxt hat und ja auch sehr viele Freunde gewonnen hat. Das sind natürlich die Sachen, die man sehr vermisst und die wahrscheinlich auch in der Form nie mehr wiederkommen. Jetzt stehst du in der Kabine als Trainer. Gibst quasi deine Erfahrungen weiter. Wie ist da der Unterschied? Ja, als Spieler weißt du, was du aufnimmst und kannst das steuern. Als Trainer versuchst du natürlich so viel Informationen wie möglich weiterzugeben. Wir sind ein ganzes Trainerteam, die da versucht, auf die Kids einzuwirken. Und da hat man mehr die Hoffnung, dass viel aufgenommen wird. Bis jetzt sind wir ganz zufrieden. Bis jetzt können wir, glaube ich, entwickeln sich die Jungs ganz gut. Aber das ist natürlich immer auch, jeden Tag muss man da schon alles in die Waagschale werfen, damit das auch weiter so läuft. Wir sind noch relativ früh in der JBL-Saison. Hast du trotzdem schon das Gefühl, so ein bisschen irgendwie so ein Trainerprofil herausgebildet zu haben oder einen bestimmten Trainertyp zu personifizieren? Noch nicht, nee. Also ich bin so, wie ich bin. Also ich versuche nicht irgendwas zu schauspielern oder irgendwas nachzumachen, was ich als Trainer hatte oder was ich als selber als Spieler erlebt habe. Ich glaube, das würde auch nicht wahr aufgenommen werden bei den Kids. Und auch ich würde mich selber verstellen und das, glaube ich, macht keinen Sinn. Du meintest gerade, du willst dich nicht verstellen vor den Jungs. Was für ein Trainertyp bist du denn? Na, ich erwarte schon von denen Disziplin und auch denen die Bereitschaft zu arbeiten, welche sie aber mitbringen und welche sie auch haben. Disziplin ist natürlich bei 14-, 15-Jährigen immer ein relativer Begriff. Man versucht die jetzt nicht zu brechen oder neu zu formen, sondern denen auch bestimmte Dinge beizubringen. Und es geht da sicherlich auch ein bisschen um eine Wertevermittlung. Ich will jetzt nicht meinen Job oder unseren Job überbewerten, aber ich glaube, dass wenn die so viel Zeit mit uns verbringen und auch so viel Zeit in der Halle sind, dann geht das nicht nur über Basketball, sondern geht auch darum über Sachen wie Respekt und Disziplin, die da wirklich wichtig sind. Auf der einen Seite müssen die natürlich auch Basketball spielen und Spaß dran haben, und was, glaube ich, ein ganz großer Faktor auch sein muss. Wie sieht denn bei euch so der Trainingsalltag aus? Wie oft trainiert ihr mit der JBL-Mannschaft? Ja, also eine normale Woche haben wir, glaube ich, viermal die Woche abends Training. Glaube ich, ist ein schlechtes Wort in der Hinsicht, aber wir haben viermal die Woche abends Training und bieten dann noch ein- bis zweimal Frühtraining an. Die Jungs sind teilweise in zwischen zwei und vier Spielen am Wochenende involviert. Da spielen sie in der U16, in der U18, in der JBL, unserer eigentlichen Liga, und ein paar ab und zu noch in der Herren-Oberliga. Einfach um mehr Erfahrung zu bekommen, mehr Spielpraxis zu bekommen und natürlich auch dann, gerade wenn man gegen Ältere spielt, auch die Physis mitzuerleben, die dann auch in Zukunft bei ihnen anstehen wird. Und das ist schon ein ziemliches Pensum, das die absolvieren müssen. Die Schule muss nicht nebenbei, aber die Schule muss funktionieren, die Schule muss vernünftig sein, damit man das überhaupt dann in Angriff nehmen kann. Wie würdest du erstmal dein Team charakterisieren von den Einzelspielern? Also was macht Alba in der JBL aus? Ich denke, alle haben richtig Lust auf Basketball. Die ganze Mannschaft, die Trainer. Das ist erstmal eine gute Grundvoraussetzung. Wir versuchen sehr, sehr aggressiv zu spielen, gerade sehr aggressiv zu verteidigen. Wollen, glaube ich, jedem die Möglichkeit geben, auch offensiv seine Stärken auszuspielen und auch sich zu entwickeln. Das geht auch nur über Fehler machen, über Dinge ausprobieren und natürlich über auch die Freiheit, werfen zu dürfen, penetrieren zu dürfen, passen zu dürfen. Alles natürlich in einem bestimmten Rahmen. Es gibt für alles Regeln. Aber offensiv sind wir schon ein relativ freies Konzept. Natürlich auch mit Spielsystemen, natürlich auch mit Sachen, die eingehalten werden müssen. Defensiv wollen wir natürlich schon sehr strukturiert, sehr aggressiv verteidigen, um uns leichte Körbe zu erarbeiten. Aber das ist, glaube ich, jetzt keine hohe Basketballphilosophie, sondern auch was wir glauben als Trainerstab und glaube ich, auch den Spielern gut tut. Ich glaube, die Profis sowie auch die NBBL, Regionalliga, sind alle an einer sehr intensiven und sehr aggressiven Verteidigung interessiert, sind, was meiner Ansicht nach auch wichtig ist, dass man da eine gute Grundausbildung hat. Und dann auch hinten raus im Herrenbereich, tschüss, ciao, im Herrenbereich oder auch in dem älteren Jugendbereich da eine gute Grundausbildung zu haben. Und da muss man auch defensiv gut aufgestellt sein. Diese offensiven Möglichkeiten müssen die Leute auch erst entwickeln. Also mit 13, 14, 15, denke ich, ist noch ganz viel Entwicklungspotenzial da. Danach denke ich auch. Aber da muss man, glaube ich, auch hier und da ein bisschen Leine lassen.
Jetzt ist der nächste Höhepunkt in der Saison das Winter Tournament vom 2. bis 4. Januar in der Max-Schmeling-Halle. Bereitet ihr euch da speziell darauf vor oder ist das eher so mitten in der Saison nochmal ein Höhepunkt für euch? Es ist natürlich schön, dass man die Möglichkeit hat, gegen Leute zu spielen, die man jetzt noch nicht gesehen hat. Ja, und da werden ja sehr, sehr gute Mannschaften anreisen, die sehr erfolgreich die letzten Jahre auch in der JBL gespielt haben, auch in der Jugend sehr gut aufgestellt sind im Ganzen. Und da freuen wir uns schon drauf. Jetzt haben wir in der JBL bis jetzt alles gewonnen. Auch nicht alles Gold, was glänzt, aber ein Sieg ist ein Sieg am Ende. Sind lange noch nicht am Entwicklungslimit und insofern kommt das natürlich gerade gelegen, dann auch direkt nach Neujahr, ist ja auch mal ein schöner Termin, am 2.1. geht es los, da gegen sehr gute Mannschaften zu spielen und sich da messen zu können und auch mal vielleicht so eine kleine Standortbestimmung zu haben. Also der Wunsch ist, glaube ich, dass die Basketballer, die Spieler einen Schritt nach vorne machen. Ich glaube, wenn sich jeder Spieler individuell entwickelt und sich die Mannschaft damit auch einen Schritt nach vorne macht, dann kann man auch erfolgreich Basketball spielen. Und das ist das Primärziel. Also ich glaube, dass man schon natürlich erfolgreich sein möchte am Ende der Saison. Was es dann bedeutet, ist dann relativ. Das hängt davon ab, wie viele Leute gesund sind. Das hängt davon ab, wie viel Glück man hat. Wie die Entwicklung ist. Die ist ja nicht einfach graduell nach oben bei jedem Spieler, sondern das ist, fluktuiert ja auch. Ja? Und dann gibt es dann viele Einflüsse von außen oder von innen. Sei es Mädchen, sei es Schule, sei es Stress zu Hause, Stress mit dem Trainer. Gibt es ja so viel Stress. Faktoren, gute und schlechte, dass man nicht alles beeinflussen kann, entwicklungstechnisch, aber ich glaube, dass wichtig ist, dass die Kids sich entwickeln, dass man versucht, Basketball aus denen zu machen und wenn es am Ende irgendwie dann erfolgreich ist, dann umso besser. Und wie willst du dich als Trainer entwickeln noch in dieser Saison, was denkst du? Ja, ich entwickle mich ja auch, für mich ist das ja auch viel Learning by Doing, viele Einflüsse im Aufnehmen, auch im Umgang mit den Kids. Die machen es mir leicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Das sind gute Jungs. So wie alle 14-, 15-Jährigen haben sie auch viele Dinge im Kopf, die man da nicht braucht. Aber das ist, glaube ich, bei jeder Generation, bei 14-, 15-Jährigen, glaube ich, immer so. Und das gehört auch zu der Entwicklung. Aber momentan freue ich mich erstmal, dass ich das so machen kann und versuche natürlich dazu zu lernen jeden Tag. Einmal um meiner selber willen und auch um den Jungs, glaube ich, mehr zu bieten.